Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Lab-Waffenbau und Cosplay und so einen anderen Kram, weil ich so alles ab und zu baue. Unser heutiges Thema wird sein, Sachen zu übertragen. Und zwar hat mich jemand gefragt, ob er ein Schwert bauen kann und das Ganze soll dann so ein Raben drauf. Jetzt seht ihr ja hier, ne? Das habe ich jetzt schön hier drauf, erstmal mit Kugelschreiber und habe quasi das hier von gemacht. Und ich wollte euch in dem Video mal erklären, wie man sowas vernünftig auf was anderes überträgt, ohne dass man irgendwie, keine Ahnung, Lasercutter oder sonst irgendwas braucht, außer Lötkolben. Den braucht er natürlich, ist auch noch nicht alles an Linien drauf. Also hier so die Teile, die muss ich noch machen, das ist jetzt nur so das Gröbste. Aber ich wollte euch halt mal erklären, wie man sowas halt am besten macht. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Daumen, ne, hoch, Abo, Kommentare, kennt ihr den ganzen Brummplatz schon, ne? Ist natürlich gern gesehen. Damit unterstützt er mich halt auch. So, dann hoffe ich mal, das Thema gefällt euch oder interessiert euch wenigstens ein bisschen. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann erkläre ich euch mal, wie ich das quasi mache. Ich habe jetzt einfach eine ganz normale in so einer 4-Klasig-Folie genommen. Habe dann hier so die Ränder abgeschnitten, dass ich quasi nachher nur noch so zwei Blätter hatte. Entschuldigung. Ja. Hab dann quasi ein Blatt genommen, ne, also von dem, hab das an den Monitor dran gelegt und hab das quasi mit dem Edding die Linien abgemalt. Das ist eigentlich erstmal der ganze Trick. Dann habe ich das Ganze ausgeschnitten, ne, wie ihr hier seht, auf Seite. Dann, das Schöne an der Sache ist, ihr könnt da drehen. Ihr habt immer die Linien, so wie ihr sie braucht. Ne? Kleiner Tipp von mir am Rande. Nehmt irgendwelche Stecknadeln. Das Ganze, das verrutscht nämlich gerne. Dann geht er hin und fixiert das quasi damit. Ne? Die habe ich von meiner Mutter heute gekriegt. Leute, ich hatte das ohne gemacht, aber mit ist natürlich wesentlich besser. Danke nochmal an meine Mutter, die mir die Dinger geschenkt hat heute. Ja, wie gesagt, ich hatte selber welche, aber irgendwie habe ich sie nicht gefunden. Dann geht er hin, macht mit mehr oder weniger, fixiert er das Ganze. Und dann geht er hin. Ich nehme ja, wie er bestimmt schon gemerkt hat, immer nur so eine Kugelschreibermine. Also keinen kompletten Kugelschreiber. Das ist zum Beispiel bei den Sachen total geil. Ja, das ist ein bisschen nicht so, wie ich drauf haben wollte. Müsst ihr natürlich mal gucken, dass das dann immer ein bisschen Platz ist. Und dann geht ihr quasi mit dem Kugelschreiber hier so unter den Linien nach. Ich demonstriere euch das mal an einem Stück Matte. Ich glaube, ich habe hier noch was liegen. Ja. Das jetzt nochmal so, damit ihr seht, wie sowas funktioniert. Geht doch hin, macht irgendwo an welche Stellen. Ist halt quasi wirklich nur, damit sich das Ganze nachher nicht verschiebt. So, das ist jetzt erstmal für die Umrisse. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Macht lieber ein paar mehr als zu wenig. Ja. Und beim Schaumstoff braucht ihr euch keinen Kopf zu machen, da kann nicht viel passieren. Ihr habt halt nur die Löcher in der Folie quasi drin. Dann geht er erstmal hin, macht die Außenkonturen. Wenn man so mit Daumen oder Finger noch so ein bisschen was andrücken. Weil das ja relativ dünn ist, ist das dann immer noch so ein bisschen am Wegknicken. Also ein bisschen mit Gefühl dran vorbeigehen. Ja. Bis ihr dann einmal quasi komplett rund seid. Dann habt ihr quasi schon mal die Außenkonturen. So. Dann gehen wir jetzt hin. Geht mit dem Kugelschreiber quasi hier drunter und geht dann hier die Linie nach.
Das ist eigentlich so der ganze Trick an der Sache. Ich mache jetzt die Nadel mal ein bisschen weiter nach unten. Weil hier oben am Kopf muss ich an einige Stellen dran. Wie gesagt, ihr nehmt dann so die Spitze vom Kugelschreiber und geht dann über diese Linien, also unter diesen Linien drunter vorbei. Also einfach mit der Spitze unter der Edding-Linie. So. Gucken, hat das dann ein bisschen beim Daumen, da wohl nicht so gut anliegt. Dann geht er einmal komplett drunter durch. Wie gesagt, das ist eigentlich total simpel. Und das klappt super. Könnt auch von der anderen Seite das machen. Also hier, das ist ja dann ein bisschen, man braucht dann nicht so weit. Dann seht ihr dann gleich, wie das aussieht. Ich mache jetzt erstmal hier oben wieder ein bisschen fest. Macht dann immer so, wie er das am besten, wie er dran kommt, ohne dass sich das halt zu viel verschiebt. Wie gesagt, ich hoffe, das kann man alles gut erkennen. Ja. So, dann machen wir mal die Nadeln weg. Und dann gucken wir uns das mal an. So, ich gehe dann immer hin. Gehe nochmal die ganzen Linien alle nochmal nach. Dann kann man das gleich auch ein bisschen besser erkennen. Wie gesagt, das ist jetzt derselbe Kabel, den ich jetzt auf das Schwert auf beide Seiten drauf gemacht habe. Das ist jetzt, damit ihr nochmal sehen könnt, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt für auf das Schwert kein Video zu gemacht. Ne? Aber das ist im Endeffekt dieselbe Machart, nur da das halt auf der Klinge jetzt drauf ist. Siehst du, hier habe ich die Linie vergessen. Man müsste dann immer, das wäre dann wieder nicht schlimm, kann man dann halt wieder drauflegen. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur das Grobe, weil der hat ja hier so drin, hat der noch so, ich sag jetzt mal so komische Rechtecke, die man dann noch so raus machen muss. Aber das ist dann, ich finde, das ist dann später einfacher. Wenn man jetzt erstmal so die Hauptlinien hat, dann kann man das Ganze noch was anpassen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Dinger wirklich reinmache oder einfach nur so ein bisschen Linien. Aber ich muss ehrlich sein, das Ganze ist auf der Größe dann doch ein bisschen übertrieben viel. Da muss man halt dann immer gucken, ob das bei der Größe hinhaut. Wie ihr seht, dann legt er, wenn er irgendwo eine Linie vergessen hat oder die nicht so okay ist, legt er das dann einfach nochmal drauf. Guckt, dass die Außenlinien passen. Und dann können wir das ganze Teil richtig übertragen. Und das Schöne ist, ihr müsst das dann quasi nur noch auf der anderen Seite spiegeln. Und habt das dann einmal links, einmal rechts. Indem ihr einfach nur einmal die auf das hier übertragen habt. Also wie ihr seht, ganz simple Sache. Jetzt haben wir quasi die Sachen hier drauf. Ich gehe jetzt hin, mache von Freihand so ein bisschen diese anderen Dinger hier rein. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen zu matsch für das Ganze, weil hier sonst zu viele Linien sind. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Weil der muss immer so ein bisschen Abstand zwischen, wo er mit dem Lötkolben dann rumgekokelt hat, lassen, sonst sieht das nachher nicht so toll aus. Ich habe jetzt extra von den Lötkolben, habe ich mir extra einen relativ dünnen rausgesucht. Und werde das jetzt erstmal hier auf dem Ding mal ausprobieren. Mal schauen, wie das dann aussieht. Vorgeglüht müsste jetzt sein. Am besten immer nach innen dann brennen.
Ich habe jetzt wieder gemerkt, dass die außen hat, da hier immer so ein bisschen was eingebrannt. Das sieht dann nachher nicht so toll aus. Also immer nach innen hin rausbrennen. Wenn man nämlich hier an der Linie geht und noch ein bisschen drüber. Und dann ist das wieder gut. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich denke mal, ne? Kann man mitarbeiten. Und so wird das dann nachher auf dem Schwert auch aussehen. Dann bin ich mal hingegangen. Wie gesagt, hab dann aus Folie das dann hier da quasi als Teststück. Bin jetzt hingegangen und habe das Ganze jetzt am Schwert ausgekokelt. Muss ehrlich sein, ich habe eine bisschen breitere Spitze jetzt genommen, weil hat den Hintergrund gehabt. Der Lötkolben hier, der hat, ich glaube, noch 15 Watt. Der ist ein bisschen zu, ich sag mal, der wird nicht heiß hier noch. Ne? Das hat nicht so ganz funktioniert. Also habe ich dann hier den genommen, der ein bisschen mehr, der hat, glaube ich, so 20 oder 30 so Watt. Ungefähr 25, irgendwas so zwischen 20 und 30. Ging damit halt wesentlich besser. Muss man halt dann ein bisschen mit der Spitze wieder arbeiten, wie genau mit dem anderen auch. Aber wie ihr seht, das hat ganz gut funktioniert. Ne? Ja, so funktioniert das dann. Dann habe ich quasi noch eine Blutrinne gemacht. Also für den Fall der Fälle, ne, wenn euch irgendwie das mal interessieren würde, wie das geht, könnt ihr ja mal reinschreiben. Dann mache ich dazu auch mal ein Video, wie man halt so eine Blutrinne reinmacht. So ganz einfache. Ja, Leute, das war es mal wieder mit meinen Tipps. Ne? Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder mal ein bisschen gefallen. Und euch ein bisschen bei Fragen, die ihr vielleicht habt, wie ihr irgend so Linien übertragen könnt, wenn es ein bisschen komplizierter ist. Ich muss ehrlich sein, ich bin früher hingegangen. Ne? Hab dann aus Pappe so ein Ding gemacht. Hab dann die Umrisse aufgemalt und hab dann wirklich so immer so Stücken rausgeschnitten, um dann die Linien zu übertragen. Heidenarbeit hätte ich eigentlich nie machen müssen. Hätte ich auch schon viel früher drauf kommen können. Aber ihr wisst ja, auf die einfachsten Lösungen kommt man meistens immer als Letztes. Dann hoffe ich mal, das Ganze kann euch bei euren Problemen ein bisschen helfen, beziehungsweise bei euren Projekten, ne? Weil das ist relativ simpel zu machen. Glasichthüllen kriegt ihr ja überall eigentlich, wo Schreibzeug ist. Es müssen ja keine teuren sein. Edding hat wahrscheinlich auch so ziemlich jeder zu Hause rumliegen, wenn Glasichthüllen nicht auch. Ja, und dann Monitor, Computer habt ihr ja eigentlich alle, ne? Und wenn ihr dann halt irgendwie was Aufwendigeres habt oder halt auch nicht so aufwendig, dran mit dem Edding und dann übertragen. Natürlich vorher mit einem Bildprogramm auf die Größe bringen, über Zoom, weil auch immer. Ich benutze, glaube ich, Irvine View oder so heißt das. Da kann man dann halt größer und kleiner machen. Jetzt nicht so 100%, aber so ungefähr, dass das meistens passt. Also für meine Zwecke reicht das immer. Na, ist nur so als kleiner Tipp. Ja, dann hoffe ich mal, das hat euch wieder alles ein bisschen gefallen. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke, da hat keins meiner nächsten Videos und meiner Tipps und Tricks und was sonst noch so alles da bei mir jetzt kommt, verpasst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.